Hallo und grüß euch. Heute geht es in meiner philosophischen Betrachtung um Narzissten als Politiker. Es gibt Psychen, die behandlungsresistent sind. Diese sind oft in Führungspositionen zu finden. Im Internet braucht man nur den Begriff Narzissten in der Politik eingeben und schon kann man sich bestens informieren. Jeder sollte sich selbst in der Folge ein Bild darüber machen. Da stellt sich dann die Frage, ob das auch für unsere Politiker zutrifft. Gehen wir nun zu dem Bericht, den ich im Internet ausgewählt habe. Den Artikel, den ich ausgewählt habe, ist vom Handelsblatt und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Der Titel lautet: Warum Narzissten die Welt beherrschen? Dieser Artikel ist eine Buchrezension. Der Untertitel lautet: Ob Politik oder Unternehmenswelt, Narzissten fällt der Weg an die Spitze leicht, dabei sind sie meist nicht leistungsfähiger als andere, eher das Gegenteil. Brüssel. Sie laufen durch die Straßen von Brüssel, durch die Frankfurt, Berlin, Paris, Washington, New York, Peking oder etwa Buenos Aires. Sie sind überwiegend männlich und versammeln sich gerne dort, wo es um Macht und Aufmerksamkeit in den Schlüsselstellen von Politik, Wirtschaft und Kultur. Von dort aus bestimmen sie über einen großen Teil des Weltgeschehens, hauptsächlich zur Selbstbeweihräucherung. Die Rede ist von Narzissten. Dieser besonderen Spezies widmet sich die französische Psychoanalytikerin Marie-France Irigoyen. Namen, in ihrem aktuellen Buch Die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren. Die Autorin fordert dazu auf, Narzissten ausfindig zu machen, um ihren Erfolg zu stoppen. Ausführlich beschreibt sie, wie Narzissten zwar aufgrund ihres hinter Charisma verborgenen manipulativen Verhaltens leichter an die Spitze gelangten, dort aber nicht die besseren Staatslenker oder Manager sein. Eher im Gegenteil, sie zeichneten sich dort durch Unehrlichkeit und Inkompetenz aus, seien durch ihre mangelnde Empathie unfähig, etwas nachhaltig zu erschaffen. Keine Studie hat bewiesen, dass Narzissten leistungsfähigere Manager sind, schreibt die Autorin und macht deutlich, es gibt keinen Grund, Narzissten an die Spitze von Unternehmen zu setzen. Und trotzdem sind sie gerade dort zu finden. Die Buchautorin unterscheidet dabei drei verschiedene Kategorien von Narzissten. Die grandiosen und größten, wahnsinnigen Narzissten, die sich für schöner, intelligenter und bedeutsamer als alle anderen um sie herum halten. Dann gibt es noch die verletzlichen Narzissten, die ebenfalls Erfolgsfantasien haben, aber äußerst abhängig davon sind, dass andere positiv über sie denken. Und die narzisstisch perversen oder Psychopathen, die ihren Größenwahn hinter manipulativen Charme verbergen, während sie zugleich moralisch skrupellos sind. Weiter unten kann man lesen über die Arbeitswelt. Denn wo Arbeit auf Zahlen, Ziele und Ergebnisse gedrängt wird, entwickelt sich die ständige Angst, nicht genug zu sein. Und dieses entstehende Konkurrenzverhalten führe dazu, dass man lieber den Kollegen aus dem Weg räume, anstatt ihn zu unterstützen. So gelangen automatisch die Narzissten an die Spitze. Trotzdem gibt es Hoffnung, diese Entwicklung zu stoppen. Die Zivilgesellschaft hat begonnen, sich zu mobilisieren und eine Lebensweise in Frage zu stellen, die unsere Gesundheit gefährdet und exzessive Ungleichheiten in den Lebens- und Arbeitsbedingungen hervorbringt, so die Buchautorin. Wir können einfach nicht so weitermachen wie gehabt. Es braucht einen Systemwandel und die jüngere Generation will ihn auch. Das klingt so leicht, das liest sich so informativ und einleuchtend, das ist dennoch so schwer in die Realität umzusetzen. Dies war nun ein kurzer Ausschnitt von der Buchrezension der französischen Psychoanalytikerin. Vielleicht sehen jetzt einige von euch unsere Politiker in einem neuen Blickwinkel. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch.
Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.